Nur deswegen können wir Filme machen, wo es tatsächlich dann auch den Pegasus gibt, den man sehen kann. Oder wir können ein Standbild machen, wo wir den Pegasus bewundern können. Natürlich gibt es das in unserem Bewusstsein, den Pegasus. Nicht? Und wenn ich davon rede, Sie haben alle eine Vorstellung davon, weil Sie die Geschichte kennen, die mythische Geschichte. Nicht? Also natürlich gibt es ihn, aber bloß nicht in der Erscheinungswelt, also in der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Da gibt es ihn so nicht, nicht? Wie ein geflügeltes Pferd. Und das ist unglaublich wichtig, sich klar zu machen. Wir haben eine Fülle von verschiedenen Existenzformen in unserer Vorstellungswelt. Und die hat eine Riesenbedeutung. Und darauf können wir natürlich auch Begriffe anwenden. Und dann ist es auch existenzielles Denken. Also zum Beispiel über die mathematischen Gegenstände kann man begrifflich denken und existenziell denken. Denn die gibt es dann auch, wenn jemand fragt, hört das irgendwann auf in der Zahlenwelt, dass es Primzahlpaare gibt? Dann kann man nur sagen, dann guck doch nach. Man guckt doch nach und es ist auch nachgeguckt worden und man hat das Ende noch nicht gefunden. Man könnte natürlich dann heutzutage mit den Möglichkeiten von Computern wahnsinnig große Zahlen herstellen und dann stellt man fest, es gibt immer wieder Primzahlpaare. Das sind ja Primzahlen, die nur durch eine gerade Zahl getrennt sind. Nicht? Das nennt man Primzahlpaare. Das heißt, die gibt es tatsächlich. Nicht? Und das ist eine spannende Sache. Und wir können eine Fülle von Vorstellungen, die wir haben, eben einerseits begrifflich betrachten oder existenziell betrachten. Und das ist so, gerade auch für alle Erfinder, muss ich sagen, von unglaublich großer Bedeutung, diesen Unterschied zu machen. So, wenn wir das alles miteinander kombinieren, dass wir einerseits Begriffe haben, die ziemlich gefährlich sind, weil wir sie immer weiter verallgemeinern können, sodass sie unsere mythogenen Ideen zerschlagen. Dann können wir andererseits feststellen, wir haben in uns ein Vermögen, durch das wir offenbar durchaus in der Lage sind, mythogene Ideen wieder aufzufinden, weil sie nämlich in uns enthalten sein müssen. Das lässt sich etwa dadurch beweisen, wenn ich Sie frage, sind Sie der Meinung, schon mal eine sinnvolle Handlung getan zu haben? Dann werden die meisten davon sagen, ja, doch, habe ich geschafft. Und wenn das so ist, dann muss in Ihnen irgendwie intuitiv eine mythogene Idee vorhanden sein, die diese Sicherheit verschafft. Wenn Sie sich dieser mythogenen Idee noch nicht bewusst geworden sind, nur das ist Ihre Sache, müssen Sie ja nicht unbedingt. Sie können jedenfalls sicher sein, die muss da sein. Und das Spannende nun freilich, gerade auch für Wissenschaftler unserer Zeit, ist dann dies, wenn wir von ihnen verlangen sollten. Du musst versuchen, deine Wissenschaft, die du betreibst, zu begründen. Das heißt, du musst versuchen, die mythogenen Ideen herauszufinden, aufgrund derer das, was du in deiner Wissenschaft machst, auch begründen kannst. Na, das ist eine harte Forderung, gebe ich gern zu. Gern zu. Und die wenigsten Wissenschaftler haben sich mit dieser Frage überhaupt beschäftigt, weil sie sich auch mit den Grundlagen nicht genügend auseinandersetzen. Und in der Vorlesung, die ich im Moment mache in Kiel, da diese Vorlesung nicht angerechnet wird auf irgendwelche Studienfächer, habe ich nur ganz wenige junge Leute dabei. Aber ich habe den Eindruck, das sind wirklich ausgezeichnete Leute. Und die ich dann dazu auffordere, das auch zu tun, mit dem Beispiel etwa von Einstein. Einstein hat es getan. Einstein fragt sich nämlich, was bedeutet es denn, wenn wir von Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten sprechen? Mit Newton war die Gleichzeitigkeit kein Problem. Denn für ihn war klar, dieser eine Raum wird so, wie es etwa Eichendorff so schön beschrieben hat, von dem einen Gott sanft in den Händen gehalten. Wie heißt es? Ihr kennt den Eichendorff besser.
Und der da drüben schlägt den Takt, glaube ich auch. Der schlägt auch den Takt übrigens. Ja, der schlägt auch den Takt. Das ist also der göttliche Puls, der die ganze Welt durchpulst. Nicht? Das nicht nur der da drüben schlägt den Takt. Ja, Margaret Thomas, ist das nicht? Der Mond ist auf? Nee, das ist ja dann nicht reichend drauf. Ah, ich bin jetzt natürlich mit noch in Mappe. Ja. Aber zum Beispiel diesen Gedanken, meine Seele spannt weit ihre Flügel auf, ja. Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Ja, das ist auch. Ja. Ja. Also jedenfalls diese Vorstellung, dass es einen Gott gibt, der die gesamte Welt umspannt. Da ist es überhaupt kein Problem zu denken, dass es eine Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten gibt. Denn die wird durch Gott garantiert. Einstein hatte dieses Gottesbild nicht mehr. Schon Mach nicht mehr. Ja, ist weg. Dadurch kommt die Frage erst auf, kann ich denn überhaupt sowas denken wie Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten? Und wenn ich es definieren wollte, ja, dann muss ich das Licht dazu benutzen. Und dann macht er seine berühmte Definition von Gleichzeitigkeit. Nicht? Dass er nämlich von einer Stelle zu einer anderen Stelle einen Lichtstrahl schickt und dann durch einen Spiegel ihn wieder zurückschickt. Und dann sagt er, dann nehmen wir die Hälfte davon und dann zu diesem Zeitpunkt, dann ist das ist dann gleichzeitig. Das ist natürlich eine Willkür, denn es könnte ja sein, dass auf diesem Wege das Licht eine andere Geschwindigkeit als auf diesem Wege. Das kann man nie beweisen. Das ist reine Willkür, dass das so geht. Eine mythogene Idee ist offenbar die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Die lässt sich nämlich auch nicht beweisen. Lässt sich nur hin und wieder mal aufzeigen. Da gibt es auch allerlei Experimente dazu. Aber dass das wirklich immer so ist, nein. Sie begründet die gesamte spezielle Relativität zurück und ist dann auch mit konstituierend für die allgemeine Relativitätstheorie. Da gibt es ferner noch eine andere mythogene Idee bei Einstein, die bis heute unter den Physikern weitgehend Übereinstimmung hat. Das ist nämlich das sogenannte Kovarianzprinzip. Das ist das Prinzip, was die allgemeine Relativitätstheorie wesentlich begründet. Und das besagt Folgendes. Ist ganz einfach. Das Kovarianzprinzip verlangt von allen gesetzesartigen Aussagen. Eine gesetzesartige Aussage ist sozusagen ein Kandidat für ein mögliches Naturgesetz. Wenn es die Bedingung des Kovarianzprinzips erfüllt, und die ist, dass eine gesetzesartige Aussage sich in allen Bezugssystemen in gleicher Weise schreiben lässt, die gleiche Gestalt hat. Das ist die Kovarianz, das Kovarianzprinzip. Und das soll heißen, oder umgekehrt, wenn es nicht so wäre, dass ein Naturgesetz sich nur in Bezug auf bestimmte Bezugssysteme schreiben lässt und nur da die gleiche Form besitzt, dann würden diese Bezugssysteme ausgezeichnet werden. Und dieses Gesetz würde nicht den Kosmos als Ganzes charakterisieren. Hier ist also die mythogene Idee drin. Es gibt das Ganze des Kosmos. Und dieses Ganze des Kosmos ist charakterisiert durch die Naturgesetze, durch die allgemeine, einheitliche Naturgesetzlichkeit. Das sind die mythogenen Ideen, die da drin stecken. Wo kommen die her? Die kommen wirklich aus dem Mythos. Ha, ja, das ist ein furchtbarer Schlag für unsere Physiker. Denn in der Physik, Entschuldigung, Mircea Eliade hat das wunderschön dargestellt. Mircea Eliade, einer der bedeutendsten Mythenforscher, ein Rumäne, ist vor einiger Zeit gestorben. Er stellt fest, dass in mythischen Zeiten die unbebauten Wilden